Okay, also, wir waren schon so ungefähr auf dem richtigen Weg. Wir müssen diesen Ton brennen. Also nicht den in Haufen, sondern den in Blockform. Und dann, können wir mehrere gebrannte Tonen dann färben. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mindestens. Sekunde, da müssen wir jetzt hier so ein paar herstellen. Jetzt habe ich 30, die kommen da auch alle rein. Und dann können wir es färben. Da kommt dann in die Mitte die Farbe und außenrum der Ton. So habe ich es im Wiki gelesen. Ja, gut, man hätte drauf kommen können, wenn ich noch ein bisschen ausprobiert hätte, vielleicht. Na gut. Dann brauche ich jetzt erstmal den Ziegel eigentlich nicht. Tun wir da rein. Das kommt auch rein. Das Ei. Und den Restton. Wieso habe ich eigentlich jetzt vier Rest? Macht doch keinen Sinn. Ich kann doch aus vier wieder einen Block herstellen. Hä? Na gut. Und schon geht die Sonne auf. Kann ich da eigentlich meine Steinschaufel reparieren? Ha. Coole Sache. Ich meine, es ist wahrscheinlich einfacher und kostengünstiger, neue herzustellen, weil es jedes Mal Erfahrungspunkte kostet, wenn man das neu macht, wenn man das an Amboss herstellt. Repariert. Naja, wir töten noch ein paar Kreaturen, dann kriegen wir auch die Erfahrungspunkte wieder. So, jetzt den gebrannten Ton. Außenrum. Und Farbe. Ach, sehr schön. Wir können unser Haus reparieren. Yippie. Wir können unser Haus nicht reparieren, weil das war gar keiner. Das war ja keiner. Das war Rosaton auf der Ecke. Ich bin extrem schlau heute wieder. Aber die Erweiterung vom Haus kann ich ja dann hier schon mal beginnen. Ich überlege gerade, wie ich die mache. Setze ich die da eins? Setze ich lieber dahin. Ich hätte das Glas kaputt machen. Dass ich das Haus hier erweitere. Ja, irgendwas. Weiß noch nicht genau, wann, wie ich in die Höhe gehe. Und was ich dann mit den unteren Ebenen mache. Oder ob ich das breiter machen sollte. Ich sag ja, es ist immer total spannend, einem beim Bauen zuzugucken. Aber manche mögen das ja. Ich werde aber euch versprechen, dass ich auch ab und zu was anderes mache. Doch, ich denke, ich gehe dann hier runter. Ach, hab schon wieder was falsch gesetzt. Sonst haben wir nichts von diesen Räumen auf den zwei Ebenen, wenn wir so wenig Platz haben. Und das hier müsste dann eigentlich nicht Gras sein, sondern dann auch hier der Holzboden. So. Dann mache ich jetzt noch einmal die weißen.
Und dann ist das andere, das war pink, ist die Frage, ob da die rosa Tulpe mir genau diese Farbe gibt. Weil es gab verschiedene so lila Pinktöne. Rosa Farbstoff. Mal gucken. Ja, das ist die Farbe, die wir da auf der Ecke haben. Perfekt. Dann muss ich das mal wieder wegmachen. So, und jetzt ist die Frage, ich den Anbau niedriger mache als das Haupthaus. Schrägstrich Schlafzimmer, Schrägstrich Werkstatt, Schrägstrich Lagerraum. Yep. Ich denke, da werde ich dann alle Fenster nochmal rausnehmen. Also hier an der Seite die Fenster. Okay. 7, 8, einen kann ich noch brennen. Reicht nochmal für einmal weißen Ton. Das wird aber nicht für den ganzen Anbau reichen. Und das machen wir dann so bis hier. Ja, ich brauche aber eigentlich noch Erde. Ich kann natürlich an den Ecken schon mal den hier setzen. Ist das die Höhe? So, auf der anderen Se Ecke hatte ich lila. Weiß gerade nicht, wie ich lila Farbe herstelle. Ja, lila in der Regel blau und rot, aber ja, blau. Ich hab noch keinen blauen Moment, aber ich habe vorhin auf der Suche nach Lehm habe ich blaue Blumen gesehen. Die müssen wir holen. Tür zu. Und blaue Blumen holen. Und Lehm holen. Mehr Lehm. Das wird verdammt mühsam eigentlich, so ein buntes Haus. Überhaupt ein Haus aus Ton. Aber gut, ich wollte es so, dann machen wir es so. In welche Richtung bin ich denn gegangen? Weil da ist auch Wasser, aber das war nicht die Richtung. Bin die Richtung gegangen. Brauchen wir Grün? Gäb's ja auch noch. Grünes Haus auf grüner Wiese vor grünen Bäumen. Nein, danke. Jetzt wäre so ein Pferd reiten wahrscheinlich gut. Ich weiß nicht, ob die schneller sind als ich. Wie ist es denn mit dir? Du magst mich nicht. Du kannst mich überhaupt nicht leiden. Kein Stück. Nicht ein bisschen. Das will noch nicht mal, dass ich aufsteige. Oder liegt es daran, dass ich mein Schwert in der Hand habe? Nein. Ich glaube, ich brauche ich nicht auch einen Sattel. Ich weiß gar nicht mehr. Also einreiten geht, glaube ich, auch so. Ich saß auf jeden Fall mal kurz drauf bei einem Pferd. Aber ich glaube, für längeres Reiten kann sein, dass man da einen Sattel bräuchte. Weiß nicht genau. So wie bei den Schweinen auch.
Kommt denn da vorne der Zombie her? Kommt überhaupt? Und das Skelett? Und wieso ist es Tag? Das war, glaube ich, ein Bewohner-Zombie. Dorfbewohner-Zombie. Das Skelett, das steht da wahrscheinlich gut geschützt. Ich versuche es abzuschießen. Ha! Versager. Ich habe das mit einem Schuss gemacht und der braucht drei, mindestens. Um mir nur ein Herz zu klauen. Ja, ich sehe die blauen Blumen. Kann ich das jetzt nochmal? Wahrscheinlich hat es schon Schaden gehabt. Vom, schon ein bisschen angekokelt worden. Deswegen habe ich nur einen Schuss gebraucht. Aber krass, dass die da sich so unter den Bäumen halten. Sau gefährlich. Gib mir deine Knochen. So, hier, blaue Blumen. Ich hoffe, das gibt nicht hellblau, dass ich jetzt irgendwie Lapis Lazuli brauche, um lila herzustellen. Das wäre ärgerlich. Unter uns ist eine Höhle. Ich gebe dem Drang nach, um mich durchzubuddeln. Irgendwann machen wir auch wieder Höhlentour. So, und da haben wir noch mehr Leben. Da möchte ich dann jetzt bitte wieder von oben graben. So. Och, und runterfallen. So dauert es wahrscheinlich genauso lang, wie wenn ich unter Wasser gegraben hätte. Wieso geht eigentlich jetzt mal die Sonne unter, wenn ich gerade am Leben graben bin? Echt jetzt? Och. Tage sind zu kurz. Okay, ich lasse es. Ich grab hier unten. So, immerhin 60. Das bringt uns schon mal wieder ein Stückchen weiter. Der gefährliche Heimweg. Oh, obwohl hier ist auch gerade noch so schön viel. Das könnten wir doch auch noch nehmen. Und ja, ich habe gerade dran gedacht, wieder Shift zu drücken. Ich bin mal gespannt, wie viele das in die Kommentare schreiben. Ja, wenn du runterfällst, musst du Shift drücken, bleibst du oben. Yep. In der Regel weiß ich solche Dinge, ich tue sie nur nicht. Kommt mal in mein Alter, dann vergesst ihr auch so einiges. So. Das, ich sollte vielleicht, ach Gott, was essen. So, mal schauen. Da haben wir... Och, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Herrlich. Ups, hab ich es gerade ins Wasser gestellt. Ich bin dämlich. So, jetzt mal einmal Luft holen, einsammeln und dann geht's aber wirklich nach Hause. Ich würde mich aufregen, dass ich jetzt durchnässt nach Hause komme, wenn ich nicht sowieso schon im Wasser geplanscht hätte. Creeper. Macht dann auch keinen Unterschied mehr, wenn das Wasser schon von unten kam, ob es jetzt auch noch von oben kommt. Der ist zu langsam. Gut.
Bin ich noch in der richtigen Richtung? Tja, mit Bogen bin ich unschlagbar. Es tut mir leid, lieber Skeleton. Trautesheim.